Jeder in Deutschland soll bis Ende des Sommers die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Dieses Versprechen wiederholte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Impfgipfel. Etwa 2,5 Millionen Menschen konnten sich in der Bundesrepublik bisher impfen lassen. Ob die Kapazitäten ausreichen, hatte vorher für erhitzte Debatten gesorgt. Kann man sagen, dass unsere Aussage, dass wir bis Ende des dritten Quartals, also bis Ende des Sommers, den Menschen, jedem Bürger ein Impfangebot machen können, dass wir diese Aussage aufrechterhalten können. Weniger schleppend verlief der Impfstart in Großbritannien. 9,2 Millionen Menschen wurden dort bereits geimpft. Das Land hat sich bereits 40 Millionen zusätzliche Dosen des französischen Herstellers Valneva gesichert. Dieser hofft im Laufe des Jahres auf eine Zulassung seines Präparats. Wie bereits von Anfang an haben wir früh investiert und sind Risiken eingegangen. Und das noch bevor wir wussten, ob es sich auszahlt. Denn von Anfang an haben wir Vakzine ohne Bedenken unterstützt. Wir wollten keine Möglichkeit ungenutzt lassen. Sollte Valneva regulär zugelassen werden, wird dieser Impfstoff wie viele andere auch in Großbritannien hergestellt. Lockerungen stehen in Österreich an. Am 8. Februar werden einige Geschäfte und Unternehmen öffnen. Verstärkte Grenzkontrollen sollen Touristen an der Einreise hindern. In französischen Skigebieten bleiben die Lifte weiter geschlossen. Vom Wintertourismus abhängige Betriebe können den Staat um finanzielle Unterstützung bitten. Doch viele Saisonarbeiter fallen durchs Raster.